Erweckt ein ganzes Bundesland mit seiner Morningshow. Und nicht nur das, er ist auch im Fernsehen aktiv, auf Entdeckungstour durch Hessen. Alles das werde ich heute mit ihm besprechen, der Radio- und Fernsehmoderator vom Hessischen Rundfunk. Ich freue mich auf Tobi Kämmerer. Geboren in Erlenbach am Main und bin groß geworden, aber in wenig Umstadt. Das gehört zu Großostheim und das ist auf der bayerischen Seite. Das ist aber auch Bayern noch groß. Das ist Bayern, ja klar. Und man konnte aber, bravo hier Bayern, hier super geil, ole ole, super Bayern. Und man konnte aber von meinem elterlichen Garten nach Hessen springen. So nah war das an der Grenze. Okay. Und ich bin 4 Jahre auf die bayerische Grundschule gegangen und dann auf die hessische Schule. Hast ja auch schon alles gemacht. Du warst sogar Roadie bei U2 und bei Michael Jackson. Roadie klingt mehr als es war. Das wäre ich gerne gewesen. Ich war Stagehand. Ach, das sind die nur noch tragen. Es gibt die Hierarchie im Prinzip. Ja, Roadie darf dann die Gitarre nehmen, stimmen. Bono hier oder Edge hier, bitteschön. Ja. Die Stagehands, die schieben nur die Kiste. Okay. Gell? Aber Backstage-Pässe gab's, mega gut. Ja. Und Geld gab's. Ja, hast du Michael Jackson oder so? Michael Jackson auch. Hockenheim von Rahmen gesehen? Ja. Echt? Ja, ja. Und wir haben ihm damals... Mit Nase oder ohne? Es war eine dran. 10 Jahre schon die Morning Show, ne? Ich glaube, mindestens 10 Jahre. Ich bin so schlecht in so Zeitdingern. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde, wisst ihr eigentlich, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich denke, wenn du das 10 Jahre machst, dass du irgendeine Schacke hast. Also du musst ja, du stehst jeden Morgen, Mann, 4 Uhr, 4.30 Uhr. 3.15 Uhr. 3.15 Uhr stehst du auf. Habt ihr es gehört? Da steht um 3.15 Uhr jeden Morgen auf. Also, wann fängst du? Hier, gut, 3.15 Uhr. Yippie, Morning Show steht da. Aber guck mal, der hat gleich viermal hintereinander 3.15 Uhr, weil er es einmal nicht hört. Damit es klappt. Ja, wirklich. Ja. Komm, ich mach da auch ein bisschen romantisch Licht. Gibt's dann auch ein bisschen hier, zack. Jetzt aber das Wetter. Sonnig wird's. Wenn du das nicht hörst, wenn du das nicht erkennst, Bernd, dann hast du kein Herz. Jetzt habe ich es verstanden. Du machst das. Du fährst da wirklich durch Hessen, weil in diesem Zettel da zu der Sendung steht, du wärst 0,0 vorbereitet. Stimmt das wirklich? Das ist richtig. Geile Sendung. Mach ich auch. Ja, mega. Das ist wirklich so. Also es gibt eine Redakteurin und einen Redakteur. Johanna Friso, liebe Grüße. Und die machen eine Art Vorbegehung. Also sie sind unterwegs in der Stadt und gucken dann, was kann man sich anschauen, wen könnte man da treffen. Und dann fahren wir dahin und drehen, immer Samstag und Sonntag. Und dann schmeißen die mich irgendwo an der Ecke raus und sagen, so Tobi, jetzt gehst du mal um die Ecke, da ist ein Hof und dann fragst du mal nach der Carola. Ah, ja, das war eine große Liebe von mir. Wir haben uns leider getrennt. Ja? Ich wohne auf dem Land und habe mir irgendwann gedacht, wenn man Holz macht und dann... Da viel unterwegs ist, braucht man einen Traktor. Steht da Bulldog? Das ist ein Güldner. Ah, Güldner. Wurde in Aschaffenburg hergestellt früher. Okay. 17 PS hatte der. Und Max heißt er. Und der stand immer in der Garage, weil mir der so ans Herz gewachsen war. Das heißt aber, dass in der Garage kein Platz... Alle Leute, die ans Herz gewachsen sind, kommen in die Garage. Nein, da war ja kein Platz, weil die Garage...